So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Wonder. Okidoki mit Luigi, der jetzt in ein Level reingeht. Nämlich nichts wie hinterher. Wir haben beim letzten Mal die ersten beiden Level gespielt. Schaut die Folge unbedingt, das ist so verrückt alles und so cool. Ich liebe jede Millisekunde. Und deswegen gehen wir ins nächste Level. Luigi kann nicht warten, weiter zu spielen. Drücke in Elefantenform, den Rüssel zu schwingen, Y. Ja, nee. Nichts wie hinterher. Rennt irgendwer von mir weg? Ja! Was, wenn ich aber Feuerbälle auf dich schieße? Wow. Tja, outplayed. Und deine Nuss zerstört. Ha! Wir müssen den Luigi Fanden sehen, oder? Let's go! Wowie Sowie! Was sind das für Honigblöcke? Keine Ahnung, ich kann sie zerschlagen. Sehr schön. Warte, die Musik ändert sich, wenn ich Elefant bin, ne? So trötiger mehr. Und wir haben auch die böse Gucktaste wieder, als selbst als Elefant. Aber einfach nur, weil wir rennen. Eigentlich will ich Luigi ein bisschen normal erstmal sehen. Muss mich mal treffen lassen. Das habe ich gerne aufgesammelt, ja. Zack. Das sind ja lustige Gegner. Ja, schießt ein komisches Zeug. Oh, wie er dann zittert da in der Ecke steht. Da fühle ich mich ja schlecht. Ich bin ja hier der Bösewicht. Ich bin der Elefant. Oh, es ist unglaublich, das Spiel zu spielen. Noch ein Elefant. Okay, ich brauche den Elefant gerade irgendwie. Gib mir das Schildringen. Okay. Koopa! Hallo. Jo! Cool, dass der die Musiknoten auch für mich spielen kann. Wow! Ich liebe Luigi. Ja, man kann sogar rutschen, so. Ui! Ah, das ist super. Rote Röhre. Haben die jetzt extra alle Röhren, wo man rein kann, rot gemacht? Das wäre cool fürs Sehen. Was ist denn mit dem Untergrund-Theme los? Hat keinen Grund, so ein Banger zu sein. Okay, und die 10er-Münzen sind die goldenen Münzen, so gesehen, die neuen. Toll! Richtig düster. Luigi, geh wieder hoch. Ist gruselig da unten. Ja, lass dich treffen. It's a Luigi. Luigi hasst alles. Wie angry Luigi guckt. Und wie er nach hinten guckt, wenn er rückwärts rutscht. Oh. Oh, wie angry er guckt beim Sprinten. Oh, der Koopa wollte wieder raus. Okay, nein, man kann nicht in alle roten Röhren rein. Aber gut. Dumm, 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 dumm. Wie leer die Röhren auch klingen. Cool. Ich freue mich schon, wenn die ganze Upgrade zu kriegen. Es gibt halt so ein Emblemsystem, mit dem... Ich liebe die Musik so sehr. Mit dem man so verschiedene Skills ausrüsten kann, dass man an Wänden irgendwie klettern kann oder einen Grapple-Hook hat und sowas. Ich würde eigentlich gerne Mini-Luigi sehen. Kannst du mich treffen? Ja. Cool, danke. Mini-Luigi. Klein und wütend. Ich bin den Elefanten. Okay. Ich habe niemanden gefunden. Ich bin aber nur wild am Rumprügeln. Bisher musste ich nicht sehr aus dem Weg gehen, um diese Münzen zu finden, aber ich hoffe, die sind später noch schwerer versteckt, weil das war eigentlich mitunter das Spaßigste. Was hast du da? Gib her. Oh mein Gott, es regnet Sterne! Ja! 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden! Die halten einfach unendlich! Dieses Spiel. Oh mein Gott. Das funkelt so hart. Gib her. Meine Sterne. Hallo? Dann gieße ich halt einfach nur eine Blume. Oh, der macht meine Chance kaputt, zum Ziel zu kommen. Danke. Wunderbar. Wie er da steht, da links. Und ist geplatzt. Da, 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 da.
Nichts wie hinterher. Level beendet. Beide wundsam. Dude gegielt. Luigi gerade Daumen hoch so da stand. Yippie. Ja, yippie. Aber sowas von yippie. Und was ist jetzt da? Bowser. Es gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Du bist ein Schloss. Und ich glaube, es gibt stärkere Sachen als das Blumenschloss. Hast du schon mal vielleicht überlegt, so, keine Ahnung, das Maschinengewehrschloss zu übernehmen oder so? Dieser elende Bowser, er wird doch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Ja, bestimmt nicht mit dem Windstrom. Ah, nehmen wir doch vorne eine Propellerblüte, um ihn zu ihm aufzuschließen. Okay, ja. Wenn ich darf. Hallo, Propellerblüte. Ah, so eine, die im ersten Level. Hui, der Elefant fliegt los. Der chillt aber nur und lacht so ein bisschen. Und jetzt fliegt er weg. Tschüss. Oh, jetzt kostet es Wundersamen, die frei zu machen, die Level. Oh. Oh, hier ist hier so viel. 10 Wundersamen. Und da ist so ein Schloss. Und das macht er bestimmt jetzt auch böse. Sehr praktisch, dass er mal nur drüber fliegen muss, um die böse zu machen. Bowser Junior! Spitzenklasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Er hat so viel Macht, dass er niemand noch mit ihr, dass sie niemand mehr aufhalten kann. Okay. Tschüss, Bowser Junior. Den habe ich aber falsch genannt, ne? Ich hoffe, ich mache das weiterhin. Okay, Florian, erklär mir, dass ich 3 Wundersamen brauche. Das wird ja immer schlimmer. Schau dir diese Pflanze an, die sich um das Haus dort gewickelt hat. Ah, jetzt weiß ich, wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Wundersamen? Hä? Hab ich. Stirb jetzt, Pflanze. Ta-ba-ba-ta-ba-ba. Und besiegt. Okay, jetzt aufs Level spielen. Abzeichenhaus der Röhrenfelswiese. Oh, das Abzeichen? Ja, genau, das ist das Thema, was ich meinte. Let's go. Hallo. Ist das hier alles in Ordnung? Ich hatte voll Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle vermelken. Aber das Abzeichen ist eine Sicherheit. Oh, Abzeichen. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisen durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher, was damit anzufangen. Oh, das ist ein Hutfallschirm. Den kenne ich aus dem Trailer. Und er hat ihn einfach auf seine Blüte gesteckt. Toll, ich wollte schon mal eins haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Und dem sein Kopf platzt einfach. Das ist mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Blitz von Florian. Abzeichen könnte auch euch auf eurem Abenteuer viele Unannehmlichkeiten ersparen. Hui. Theoretisch würde ich gerne schon so abzeichenlos durchspielen, dass das Spiel so schwer wie möglich ist. Aber die sind zu cool. Ein Grappling Hook muss ich leider nehmen. Hier drüben ist der Ausgang. Dankeschön. Backseat Blume. Abzeichen Übungsplatz. Fallschirmmütze. Drücke in der Luft R oder schüttel den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu benutzen und deinen Fall zu verlangsamen. Ja. Fallschirm. Da, 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 da. Ich bin zu schnell. Weiß jemand, was die Landtaste ist? Ich weiß. Warte, drück einfach R. Warte, sag doch mal. Tut mir leid, Blume. Du darfst deine Performance haben. Drücke einfach die R-Taste in der Luft. Weiß jemand, was die R-Taste ist? Ja, der Elefant fliegt. Insane. Bis später. Tschüss. Ja, die Abzeichen haben irgendwie eigene Übungsplätze. Also es ist Content. Ich muss die so oder so mitnehmen. Nein, ich will die ja spielen. Und guck mal, ich bin jetzt einfach vom Weg runtergelaufen. Jetzt ist hier auf einmal Open World. So ein bisschen. Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ja, und da hinten brauchen wir 10 Stück, habe ich noch nicht. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Sick. Okay, aber das ist ja nur der Anfang. Und da oben ist so ein optionales Gebiet und da unten ist so ein optionaler Sumpf und... Sick? Ja? Oh mein Gott. Ich will dieses Spiel aber für immer spielen. Ja, guck mal, hier oben ist einfach so ein optionales Gebiet, wo ein Fels im Weg ist. Felsblockade.
Oh, wie furchtbar. Nur dieser gemeine Bowser ist voll daran, dass der Felsen auf den Weg gefallen ist. Ich würde dich zu gerne verbrechen, aber er ist einfach so riesig, wenn ich doch nur 10 Blütenmünzen hätte. Durch die, wie werden wir Poplins stärker? Ja. Ja, ich habe 126. Nimm. Oh, da platzt er direkt. Danke, jetzt trotzdem meine Blütenblätter nur so vor Kraft. Den Fels aus dem Weg zu räumen wird nicht lange dauern. Hey, du Fels, hör auf, im Weg zu sein. Plopp. Ja, da unten waren noch so viele Level. Aber cool. Die lila Münzen schalten schon mal Wege frei. Mit der Kraft, die du mir gezeigt hast, konnte ich den Fels das Wetter. Dein Weg ist jetzt frei. Okay. Und hier oben sind einfach auch 2 Level. Hier ist sogar extra so ein Fallschirm-Level. Steuerung anpassen. Passt die Spielsteuerung an, indem du Plus drückst, bis es Pause-Menü gibt. Kannst du die Aktion wie Stampf attacken oder Rennen anpassen, wenn du möchtest. Genau wie die Bewegungssteuerung oder... Okay. Was ist hier? Ich lieb Luigi. Hier ist was versteckt. Okay, das war das Menü für die Abzeichen. Hier haben wir unsere Kartenübersicht. Ach cool, und da kann man auch gucken, was man komplett hat. Und ob man die scheiß Flagge erwischt hat. Okay, gut. Dann muss ich da nochmal die Mühe geben. Ich habe einen Emote gemacht. Kann ich irgendwie... Also ich sehe ja, dass hier was ist. Ich glaube, dass wenn man hier die Sachen erledigt hat. Abzeichentest, Fallschirmmütze 1. Let's go. Ja, machen wir das doch mal. Wenn wir gerade das Abzeichen bekommen haben und so. Und dann spielen wir noch ein normales Level hinterher. Oh, ist das schön. Oh, Mini-Luigi. Fallschirmmütze, drück in der Luft L und schüttel den Controller. Let's go. Hui. Oh, yeah. Ich schwebe in der Luft. Ja, sobald Zeug da ist. Das Schweben ist sehr angenehm. Luigi wartet und zack! Weiter so! Danke! Checkpoint? Danke, rote Blume. Warum seid ihr rot? Er hat mich nicht gelobt. Ich muss zurück. Kann ich irgendwie so einen Superjump machen, wenn ich so lange geduckt bleibe? Nein, ich glaube ich... Okay. Nochmal. So, zack. Und zack. Dankeschön. Braucht doch mein Lob von den Pflanzen. Der letzte Sprung. Der war ein bisschen schwer. Jetzt. Wunderbar. Cool. Chillig. Boah, wenn die dann später richtig heftig schwer sind, freue ich mich drauf. Joho. Zack, ein weiterer Wundersamen. Und der Block ist wieder da. Rasenrollschuh-Koopas. Klingt cool. Vielleicht ist da halt ein Geheimlevel oder so. Wir haben da so ein Level mit Galopteros. Und hier haben wir Roll-Roll-Rolf. Und hier ist auch wieder ein geheimer Punkt. Scheinbar. Da ist mehr Spieler und sowas. Das gucken wir später an. Und hier ist wahrscheinlich ein Abzeichenshop oder so. In diesem Laden blüht jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlt wird mit Blumenmünzen. Belohnungsmünze erhalte für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Ein Wonderseed kann ich direkt kaufen, Power-Ups kann ich kaufen und Zufallsaufsteller. Genau, die kann man im Online-Modus aufstellen und damit Spieler, die gestorben sind, wiederbeleben und da so Hinweise geben auf Rätsel und sowas. Geh mal einher. Man kriegt, glaube ich, einfach einen zufälligen immer beim Kaufen. Wir haben zum Beispiel Luigi schwimmend bekommen. Will noch einen. Zeig mir ein paar meiner Luigis. Den Yoshi. Geh bei Yoshi Zunge. Süß. Okay. Ja, das Abzeichen nehme ich mal mit. Ich will dich ja alle haben, wahrscheinlich früher oder später. Und den Wundersamen müssen wir auch noch mitnehmen. Wollen wir ein weiteres Abzeichen anlegen? Ja, bitte. Ich glaube, man kann nur eins angelegt haben. Ja. Oh, die Simse, seine Blute ändert sich. Okay, ja, ich behalte aber den Fallschirm. Der ist ja cooler, als mehr Münzen zu kriegen. Münzen sind ja nur Leben. Genau. Was bist du? Verschnaufpause, immer geradeaus. Wir machen das noch und dann machen wir ein Level. Keine Ahnung, es sah so cool aus. Guck mal, ich kann sogar hier das Abzeichen ändern, wenn ich möchte. Halte mal auf Y gedrückt, um zu rennen. Ja. Immer geradeaus. Speedrun! Halte mal auf Y gedrückt, schnapp hier so viele so wundersam. Als Elefant fühle ich mich nicht so schnell. Aber ich habe es geschafft, 5 Sekunden nach rechts zu rennen. Yippie! So. Dann machen wir jetzt aber die rasenden Rollschuh-Koopas und gucken mal, ob wir den geheimen... Das Geheimnis finden? Ich nehme an, dass es so mit dem Level zusammenhängt, wie damals. Ich hoffe.
Tada! Oh, da kommen sie. Schau sie dir an, Luigi. Wie sie abgehen. Aber ich will da nach links. Da ist nämlich irgendwas. Aha! Eine Gutmünze für mich. Luigi, Mama Feuer. Oh yeah! Wonderful! Das ist die Gang. Die genießen einfach ihr Leben. Durch den Hohensprung habe ich nicht getroffen. Ja, die machen einfach so einen Butt-Check. Cool. Und ich kann sie einfach umbringen. Ja, wir haben nur Spaß und fahren Rollschuh. Yeah. Luigi, wo bist du hin? Noch vier. Hier was? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss die... Das ist wie so Mario Maker. Ob die sich haben inspirieren lassen? Sehr gut. Danke. Achso, hier ist sogar Platz, dass der einfach wegrollen kann. Whee. Oh mein Gott, das steuert sich so gut. Das ist so verrückt. Was ist das hier schon wieder? Hallo? Hallo? Eine Lootbox! Noch eine Feuerblume. Okay, ich höre schon auf. Wir lassen die Musik schön sein und nicht mich. Schnarch! Oh! Versteckte Blöcke! Ein versteckter Weg! Wer schnarcht da? Was? Was ist denn los? Ja, keine Ahnung. Nein. Nicht, wenn Luigi hier ist. Gibt's hier irgendwelche so geheimen Wände, wo man rein kann wieder? Ja, ist auftauchen, wenn man gegenhüpft? Ich weiß es nicht. Ah, ich will daran ziehen. Eins. Und zwei. Jawoll. Und Checkpoint. So nice. Und noch eine Feuerblume. Ja, aber alles gut. Der Luigi, dem geht's super. Wie die auch hier bouncen und wie die aussehen, die Koopas auf ihren Rollskates. Und er hat jedes Level... Ja, klar. Es geht mir nicht in den Kopf, dass jedes Level so einen Wonderseed-Moment hat. Nice. Ah, 10er-Münze. Das war schon anspruchsvoller, dass ich da das mit dem Koopa wissen musste und machen musste. Kann er mir die auch aktivieren? Ja. Nee. Von hier aus springe ich da dran, ja. Hui. Was passiert jetzt? Warum ist denn Chip? Wonderful. Ach, ich muss 5 solche Münzen finden. Im Skatepark. Und bin währenddessen eingesperrt. Oder habt ihr welche? Habt ihr welche? Nein. Musik! Da lang! Wo sind Rollerskates für Luigi? Aui! Der kam auch echt eng mir entgegengeskatet. Ich verstehe gar nicht, wo ich bin und wo ich lang gehen kann, aber das ist sick. Hi. Nein. Ich möchte daran ziehen, bitte. Ah, eine Feuerblume. Sehr schön. Es bewegt sich alles, es passiert so viel. Ja, aber wirklich. Gib den Zaster her. Muss jetzt wieder nach links? Ja. Ich habe Feuerblume gedrückt, ich schwöre. Oh, die haben Stunt über mich gemacht. Die flexen mich weg. Okay. Ah, da oben ist dann der Wonderseed. Das ist so ein bisschen wie... Die Musik kommt mir so ein bisschen bekannt vor, wie so ein altes Mario-Lied, aber so als Remakes. Ja, da ist ein Loch. Was soll ich das denn wissen? Ich sehe nicht so weit. Ah! Immer. So. Die habe ich weggeboxt. Das ist der Wonderseed. Oh mein Gott, das geht so ab. Oh, guck mal, im Runterfall kriege ich sogar noch ein paar Münzen. Weil ich einen ganzen Baum hochgeklettert bin. Yo! Okay, das war ein Abenteuer. Ich liebe es. Oh mein Gott. Ich will aber nur noch Super Mario Wonder mein restliches Leben spielen. Yo! Und leider nicht mit Stern ins Ziel, aber wunderbar. Ich glaube, man kann nicht drüber springen. Ich glaube, ich bin gerade so in der Luft da hängen geblieben. War echt gut. Kann ich aber Vollgas nach rechts drücken. Bam, 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 badam, bam, bam.
Da, 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 da. Juhu. Tschüss. Oh yeah. Jetzt haben wir ihn glücklich. Und zwar jetzt einfach wieder nur 20 Minuten. Ah, aber guck, jetzt ist echt was aufgetaucht. Ah, du hast also einige der Wundersamen gesammelt. Die können uns bestimmt auch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanze befindet. Nein. Ich mach die Verschnaufpause. Die Verschnaufpause-Level sind also so kleine Mini-Level, wo man sich so kurz mal verschnauft. Irgendein Minigame oder sowas. Ja, was bist du denn für ein Chonker? Geh mal hoch. Ah, okay, ich will einfach schnell genug. Zack und zack. Und dann bist du ein Trampolin. Ja! Schau mal, wie er guckt, wenn ich hier auf ihn bounce. Ja. Ich hoffe auf ein neues Mario Maker, was die 1000 Wonder-Sachen drin hat. Das sind alles richtig coole Sachen. Hui! Oh yeah. Ein Wundersamen. Oh yeah. Okay, aber das Level taucht auf, wenn man die anderen gemacht hat. Nicht versteckt. Dum, dum. Ich hoffe trotzdem noch auf das Secret-Level oder sowas, oder? Okay. Wunsch erfüllt. Die Hecke sah so merkwürdig aus. Captain Toad! Hallo? Was ist das für ein Ort, um jemanden zu... Ich weiß nicht, was eine Captain-Toad-Stimme ist. Was ist das für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet... Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Ich war ganz auf meiner Schatzsuche konzentriert, als ich plötzlich in einem Sturm geraten bin. Schätze, habe ich hier nicht viele gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Ach ja, während des Sturms wurden mir 50 Blumenmünzen direkt in die Arme geweht. Wir können euch sicher helfen, wenn ihr gerade ein Abenteuer erlebt. Okay, danke. Wie süß die Vögelchen da hinten sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Gab's eine Karte? Nee, ich glaube, ich habe keine Kartentaste hier. Ah, cool. Danke, Captain Toad. Da kommen wir schon mal noch hin, in das rosa-blaue Wolkenland. Ja, schöner Ausblick. Cool. Freue ich mich auf die Welt. Haben wir sogar einen kleinen Teaser schon für die Zukunft. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, die Ecke sieht merkwürdig aus. Ah, eine Münze, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir entdecken dann die Galopp-Zerros und die Roll-Roll-Rolfs. Und werden hier das Level öffnen danach vielleicht. Die drei Level oder so. Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich liebe es. Es ist wunderschön. Es ist wundervoll. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Dim. Dim, Dim, Zimpelmann.